lacht. Ach, Wimmelpenisse. Was? Dan, wir haben 3 Uhr morgens, du krankes Schwein. Lars, du musst unbedingt mit ins Wohnzimmer kommen. Hast du wieder Space Cowboy Cola getrunken und kannst nicht mehr schlafen? Nein. Ja doch, aber ich muss dir was zeigen, Lars. Läuft wieder dieser Pudding-Werbespot? Mmh. Oh. Herrlich ist das, ein Pudding. Jetzt komm schon! Jetzt komm! Komm, komm, komm! Gott! Oh, es läuft schon! Die Sendung heißt Simon am Mittag. Okay, gute Nacht. Bleib hier! Okay, fassen wir zusammen. Du wächst nicht mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens, um eine Sendung zu sehen, die Simon am Mittag heißt? Das heißt, du guckst mit? Hallo Freunde, grüßt euch. Herzlich willkommen bei Simon am Mittag. Heute habe ich wieder einen spitzen Leckerbissen mitgebracht. Es ist so krass, ich kann es gar nicht alleine erklären. Ich brauche meinen Freund Jörnrich. Jörnrich, hey, komm Simon, rein. Simon, na, alles klar? Grüß dich. Grüß dich, Jörnrich. Ja, ich habe heute das super Produkt für euch mitgebracht, ja? Hier ist es. Na, was sagst du? Pack's aus. Hol's raus. Wie auspacken? Das ist schon ausgepackt, Mann. Siehst du das nicht? Das ist der Fantasie-Spaßkarton. Fantasie-Spaßkarton? Und wenn das so gut ist, wie es klingt, dann will ich es jetzt schon wissen und hören und haben. Ja, dieser kleine kubische Freund ist in der Lage, dein Leben komplett umzukrempeln. Und das sogar im positiven Sinne. Ist Ihr Leben nicht auch trostlos und langweilig? Träumen Sie nicht auch von einem aufregenderen Leben? Wie das eines Feuerwehrmannes, eines Pilotens oder eines feuerlöschenden Pilotens? Dann bringen Sie Abwechslung in Ihr Leben mit dem Fantasie-Spaßkarton. Denn mit dem Fantasie-Spaßkarton können Sie alles sein, was Sie wollen. Seien Sie ein Superagent, ein Fürst oder kämpfen Sie Seite an Seite mit Luke Skywalker gegen das Imperium. Ihre Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Denn denken Sie immer dran, Ihre Fantasie entscheidet, was Sie in Ihrer Fantasie sein wollen. Und dann gequatscht das letzte Mal und so. Oh, oh. Verrückt ist das, der muss doch verrückt sein. Nach einem Spot, geht's weiter. Ja, was wabbelt denn da? Wurstfinger! Bleiben Sie unerkannt, werden Sie zum echten Langfinger, machen Sie sich zur Beauty Queen, lassen Sie 5 gerade sein und schneiden Sie sich nie wieder ins eigene Fleisch. Wurstfinger. Freche Dingers, Anne Fingers. 5 Stück, zum Glück. Wurstfinger, die Grobe. So, Freunde, zu Gast bei uns im Studio ist jetzt der Dr. Fischer von der Kartonage-Universität aus Anklam. Schön, dass Sie kommen konnten. Meine erste Frage wäre, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Tja, also wissen Sie... So, Freunde, da habt ihr es gehört. Wer den Fantasie-Spaßkarton kauft, der kauft das fürs Leben. So, Jörnrich, pass auf. Die Sendung ist bald zu Ende. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Für die Zuschauer, die jetzt noch gar nichts wissen, wenn ich jetzt bestelle, was bekomme ich für mein Geld? Sie erhalten neben dem Fantasie-Spaßkarton noch den Fantasie-Spaßkarton-Pocket für unterwegs sowie 4 weitere kleine Kartons, mit denen Sie Burgen und Höhlen bauen können. Und das alles verpackt im Fantasie-Spaßkarton-Transportkarton. Ja, wirklich. Für den unglaublichen Preis von 1 Dutzend Eiern. Überweisen Sie uns noch heute 1 Dutzend Eier und Sie erhalten diesen praktischen Kugelschreiber gratis dazu. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Wir beide, Björn und ich, wir haben unsere Kartons dabei. Wir haben jetzt noch einen Spitzenautorennen. Wir machen uns fertig und dann schnapp ich mir den Björn jetzt. Björn, ich krieg dich. Ihr findet Simon am Mittag genauso geil wie wir? Dann schreibt's in die Kommentare, Leute. Außerdem könnt ihr unter dem Link hier die volle Episode sehen. Die ist der Burner. Oh Mann, was sagt man dazu? Schade, Ernich. Ich muss mich wohl bei dir entschuldigen. Es hat sich wirklich gelohnt. Nicht wahr? Oh Mann, ich habe gehört, dass die nächste Woche ein unsichtbares Handy vorstellen. Ist das möglich? Keine Ahnung, aber ich habe die Uhr aus der Serie. Oh. Ich muss meine Herzmedikamente nehmen. Die habe ich auch aus dem Shop. Beeindruckend.